Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch Gipfel der Zeit Ruhe in Frieden einmal durchspielen. So, und zwar starten wir das Ganze hier unten. Ja, wie ihr es eventuell von mir kennt, ich schaffe das relativ einfach, das Ganze hier, da meine Helden ein wenig overpowered sind für, ja, wie ihr es schon sehen könnt, für diese Gipfel der Zeit hier. Da ich schon ein Stückchen weiter bin, immer schön die Relikte mitnehmen. Jetzt hier einmal drauf gehen. Intelligenzbasierte Helden haben Schaden erlitten. Wie ihr seht, Chimera hat Schaden, 1 hat Schaden, Rowan hat Schaden bekommen. Also nach Möglichkeit da nicht drauf gehen, aber hier führt kein anderer Weg dran vorbei. So, dann nehmen wir den Kampf hier auch mit. Hier könnt ihr eure Helden healen. Könnt dann einmal hier rechts lang gehen. Dann müsst ihr nicht hier drauf laufen. Ich bin mir nicht sicher, hier hinter müsste eigentlich eine Kiste sein. Dann diesen Kampf hier natürlich auch einmal mitnehmen. Hier auch wieder schön, ja, das Ganze über skippen. Natürlich auch wieder irgendein Relikt mitnehmen. Beziehungsweise nicht irgendeins, aber ich nehme jetzt irgendein Relikt mit. So, und als nächstes gehen wir dann einmal rechts lang. Dann diesen Gegner hier. Und dann könnt ihr nach Belieben natürlich auch diese ganzen Gegner hier angreifen. Ich gehe jetzt aber als nächstes hier auf diesen Gegner. Diesen Kampf auch geschafft. Jetzt berühren wir einmal diese Grabsteine hier. Und wie ihr sehen könnt, wird der Weg hier frei. Wenn wir jetzt diesen hier auch nochmal mitnehmen, dann sehen wir auch, dass dieser Weg hier auch noch mal frei wird. Versucht auf jeden Fall, die ganzen Gegner hier mitzunehmen, wenn ihr natürlich noch nicht so weit seid wie ich, damit ihr natürlich diesen Boss hier oder diese ganzen Kämpfe natürlich auch schafft. Und ich denke mal, dass hier hinter auch wahrscheinlich Kisten sein werden, die ich nicht sehe. Deswegen müsst ihr sie so oder so mitnehmen. Ich gehe jetzt noch mal einmal auf den dritten hier. Das müsst oder solltet ihr auch machen. Nehmen wir hier nochmal was mit. So. Ah, perfekt. Dann berühren wir diesen Grabstein einmal. Und wie ihr seht, der ganze Weg ist frei. Dann überskippt ihr das Ganze. Ihr habt hier dieses Relikt bekommen. Jetzt einmal wieder zurück auf diesen Gegner. Killen den einmal. Und dann einmal noch diesen Gegner hier. Wenn ihr diesen gekillt habt, könnt ihr auch, wie ihr es schon seht, einen Helden euch aussuchen. Bei mir sind es jetzt diese Helden, brauche ich jetzt nicht. Dann gehen wir einmal auf den Bossgegner. Hier das ganze Gequatsche könnt ihr wieder überspringen, außer ihr wollt es durchlesen. Ihr bekommt einmal Cass. Ich denke mal jetzt nicht, dass ihr bei euch auch 5 Sterne haben werdet. Oder wird. Oder haben wird, wie auch immer. So, jetzt haben wir den hier mitgenommen. So, und dann habt ihr wieder das ganze Gelabere. Könnt dann hier durchgehen, wieder überspringen, habt dann hier ein legendäres Relikt und ich denke mal, dass hier hinter auch eine... Wir können jetzt auch einmal hier durchgehen, wir können diesen Gegner hier mitnehmen und ja, das war es dann auch eigentlich schon. Also mehr kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, ist halt die ganzen Gegner hier erledigen. Hier habt ihr nochmal 50% Leben. Wo war das Ganze jetzt? Hier habt ihr auch nochmal 50% mehr. Mit dem Video helfen konnte, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du ein Like auf das Video dalassen könntest. Was mich noch viel mehr freuen würde, natürlich, wäre, wenn du ein Abo dalassen würdest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!